schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr seht, öffnen wir heute wieder einen Adventskalender. Aber vorher möchte ich euch diesen wunderbaren Baum zeigen. Ich habe nämlich einen neuen Hintergrund und ich hoffe, er gefällt euch, weil ich finde den mega. Wir öffnen heute die Degusta-Box. Wie ihr sehen könnt, es ist eine riesige Box. Also riesig, riesig. Und ich bin sehr gespannt, was drin ist, weil ich liebe die Degusta-Box. Und die ganze Kiste hat 39,99 gekostet. Und ich weiß nicht, was drin ist, aber ich freue mich riesig drauf. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht viel und starten direkt mit der Nummer 1. Die Nummer 1 ist hier vorne. Oh Gott. Oh, das fängt schon richtig gut an. Wir haben von Tresor It's Next O'Clock. Schokoladenlatte. Es kommt auch, wenn man Englisch sprechen will. Okay, cool. Ich liebe Tresor. Ich liebe sie. Und hier steht irgendwie Share, also teilen. Ich weiß nicht warum. Aber das ist doch Müsli. Oder also so Kellogg's. Oder ist das jetzt so? Aber ich esse die auch so ganz gerne. Also ich glaube, die sind tatsächlich auch so zum Probieren. Die sind echt geil. Also ich bin wie immer im Hintergrund. Also diesmal ist es wirklich, es sind von Tresor die Kellogg, die man normal auch kennt. Nur diesmal auch perfekt zum Snacken und für unterwegs. Kann ich bestätigen, die sind mega. Also erste Tür würde ich sagen, voller Erfolg. Jetzt sollen wir preisraten. Ja? Also wir tun nebenbei die Preise so ein bisschen schätzen. Der Kalender, wie gesagt, 39,99 hat er gekostet. Ich gehe von aus, wir werden es wieder... Also der Inhalt wird das wieder rausholen. Aber trotz alledem rechnen wir natürlich mit. Hier Tresor, ich würde schätzen, also so eine Snacktüte bestimmt 1,99. 1,59. Oh, okay, das ist echt in Ordnung. Ich hätte jetzt mehr gerechnet. Das finde ich in Ordnung. So. Die Nummer 2. Wenn ich sie finde, mache ich sie auf. Also die Türen sind auch riesig, ne? So, hier vorne ist. Oh, ist das schön. Guck mal. Oh Gott. Deswegen ist er auch so schwer. Glück, Marmelade. Und zwar... Johannisbeeren. Wobei, nee, es kann gut sein. Also Glückmarmelade ist total schön gemacht. Ich find die Verpackung einfach unglaublich hübsch. Und 230 Gramm, also ist jetzt auch keine kleine, also keine Probiergröße, sondern ist wirklich groß, ne? Ich würde sagen, was soll die kosten? 2,59? Genau, 2,59. Echt? Ja. Oh, ich bin gut. okay, also 2,59. Super Preis. Stell die Sachen hier vorne hin, dann kann man die weiter begutachten einfach. So. Die Nummer 3 ist wieder drüben. Oh, ich brauche längere Arme. Okay. Was ist das? Unperfect Perfect by Biorausch. Orkisa. Ah, okay. Orangen-Kiwi-Gewürzsalz. Also, ich halte es euch mal kurz hin, dass ihr das auch sehen könnt. Und... Verwendung für Grillfleisch, Geflügel, fruchtige Dressings und Dips, vegetarische Gerichte und fruchtige Reispfannen. Zutaten: Orangenfruchtpulver, Kiwifruchtpulver, schwarzer Pfeffer und Orangenschalenpulver. Es sind 30, nee, es sind sogar 50 Gramm. Ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Also das ist da so lose drin, aber ist total cool. Und haltbar ist mit der Hand geschrieben bis Juni 2023. Hersteller Waldhäusel Günther, Bad Enddorf. Habe ich so noch nie gesehen. Finde ich total geil. Wüsste jetzt auch gar nicht, was ich damit machen soll. Also ich kenne es nicht, aber ich freue mich aufs Testen. Gerade du mit deinen ganzen Gewürzen freust dich wahrscheinlich auch drüber. Preislich kann ich mir vorstellen, dass das sehr teuer ist, weil es ist Bio und es sieht echt handgemacht aus. 5,90 Euro. 3,95 Euro. Okay, das ist echt in Ordnung. Wobei ist auch echt nicht viel drin, ne? Also guck, das ist alles. Ich hätte davon auch noch nie gehört. Hier steht auch nicht viel mehr. Ich gehe aber davon aus, dass es von der Manufaktur hergestellt wurde. Aber es steht jetzt nichts direkt dabei. Nur da sagt für Salat, Fisch, Fleisch und Dips etc. Also kann man wahrscheinlich für alles benutzen. Riecht man halt, also es riecht jetzt auch nicht raus. Also
Aber cool, also an sich finde ich das total schön. Man kann das auch wunderbar weiter verschenken, wenn man das nicht selber benutzen möchte. Aber ich finde das echt cool. So. Ich hype diesen Kalender einfach so sehr. Ah, da oben ist die 4. Okay. Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Okay, jetzt bin ich richtig gespannt. Von Brand Schokidus. Kannte ich so jetzt noch gar nicht. Ich dachte erst, das wäre ein M&M's oder so irgendwas ähnliches. Aber Achtung, Popcorn-Style. Mit lustigen Sprüchen auf jedem Bonbonpapier. Okay, gönnen wir uns mal. Einen lustigen Spruch, bitte. Was macht... Warte, Moment. Erst muss ich eins essen. Probier mal eins. Welche Sorte hast du? Popcorn. Okay, es gibt nämlich Popcorn-Style und Milch-Haselnuss. Aber es schmeckt wie Milch-Haselnuss. Also schmeckt überhaupt nicht nach Popcorn. Aber es schmeckt an sich eigentlich echt lecker. Oh, schmeckt extrem nach Popcorn. Findest du? Ja, ist der bisher so viel Popcorn im Mund. Also bei mir steht... Haha, den kenne ich aber schon. Was machen wütende Schafe? Sie kriegen sich in die Rolle. Okay, ich musste trotzdem schmunzeln. Der Tag ist gerettet. Was kann man nicht mit Worten ausdrücken? Zitronen. Ich finde den gut. Okay, also die finde ich echt lecker. Ich kannte sie nicht. Doch. Brand kenne ich nur als Zwieback. Also ich kenne nur den Zwieback. Ist auch ganz neu. Die sind April 2021 in die Schokoladenseite eingetaucht. So, genug geschmatzt. Preis... Also es ist nicht wenig, 192 Gramm, aber okay, es ist schon viel. 1,99? 2,89. Boah, ist schon happig. Aber ich muss sagen, die sind echt lecker. Die sind wirklich sehr lecker. Umso länger ich sie jetzt gegessen hatte, umso leckerer werden sie. Ja, ich schmatze auch schon die ganze Zeit noch im Mund, weil es echt... Ja, ist schon cool. So, die nächste Tür ist... Weit, weit weg, Kinder. Die ist nämlich... Oh Gott, die ist ganz hier hinten. Okay, ich könnte mal so langsam was zu trinken gebrauchen. Oh, wie passend. Rotbäckchen, Kraftpaket, Immunschutz, 2 Schluck mit Vitamin C und Zink. 60 ml, roter Traubensaft, Apfelsaft, Himbeermark, Vitamin C und Zinkgluconat. Okay, finde ich an sich ganz cool, aber es ist jetzt schon eine sehr kleine Flasche, 60 ml. Wobei das auch wie so ein Shot ist eher, ne? Ich weiß nicht preislich, aber sind die teuer, ne? 1,99 bestimmt. 1,69. Ja, weil die sind wirklich teuer. Rotbäckchen ist ja so schon nicht günstig, aber soll ganz gut sein. 100% Vitamin C und 50% Zink. Ich glaube, das nehme ich mir morgen mit auf die Arbeit und gönne mir das dann da. So, Nikolaus, wo bist du? Wo ist die 6? Ah, guck mal da. Riesengroß. Nicht gesehen. Okay, ist das wirklich alles Nikolaus? Okay, also Nikolaus ist eine riesige Tür. Oh, die hatten wir schon mal in der Degusta-Box. Ja, und ich habe sie so geliebt. Die waren ultra lecker. Mega, die sind echt cool. Also, vom Wanna Snack Minis. Die waren so lecker. Die sind so lecker, weil die sehen so nach, die sehen so unscheinbar aus und dann Geschmacksexplosion in deinem Mund. Aber ich lasse sie zu, weil ich weiß, wie sie schmecken. Sie schmecken geil. Und, ja, so. Und preislich würde ich sagen, ich weiß nicht, 1,89. 2,99. Ja, aber es ist wirklich okay, weil das ist eine 300 Gramm Tüte. Also ihr seht, die ist wirklich groß. Also die sind wirklich ultra lecker. Ihr müsst die unbedingt mal probieren, wenn sie noch nicht kennt. Wir machen mit der 7 weiter. Da, 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 da. Was ist das? Okay. Also ich zeige es euch erstmal. Ich weiß noch nicht, was das ist. Tunox Karamell Wafer Biscuits, 4er Pack. Habe ich noch nie gesehen.
Nettofüllmenge. Okay, ich glaube, das kommt auch hergestellt in Schottland. Ich wollte gerade sagen, das ist kein typisches Deutschlandprodukt. Also ein Produkt, was man in Deutschland bekommt, weil da ist nämlich so ein Aufkleber drauf. Ist das gerade Bullshit, was ich labe? Nee, ne? Mit der Nähe vom Glasklo. Ja, habe ich mir gedacht. Dann probieren wir das gute Stück. Also eigentlich mag ich kein Karamell. Aber manchmal mag ich es. Ich muss es halt jetzt mal probieren. Weil es, also je nach Verarbeitung. Manchmal finde ich Karamell einfach irgendwie... Und manchmal ist es so... ich weiß nicht. Ich mag es nicht in allem. Oh, riechen tut das wie... Jetzt komme ich wieder nicht drauf. Oh, das riecht geil. Ich finde, die sehen aus wie die auf Laden aus Tschechien. Nur dicker. Mmh. Schmeckt gar nicht gut. Hm. So sehen die von innen aus. Da kann man einfach nicht mehr zu sagen. Mmh. Lecker. Mega lecker. Ihr müsst euch vorstellen, so eine Waffel, ganz viele Waffeln. Kennt ihr die Neapolitaner? Diese Schokowaffel, aber nur mit Karamell. Und das ist wieder so eine Art Karamell, die liebe ich einfach. Mmh. Also, ihr habt mein Herz erobert. Tunox Karamell. Ich hoffe, man kriegt dich doch hier irgendwo in Deutschland. Mega. Preis? 1,49? 1,79. Mm. Geht eigentlich. Aber ist echt in Ordnung, weil die Dinger sind wirklich geil. Boah, ich will diesen Geschmack gar nicht in meinem Mund verlieren. Es ist, willst du mal probieren übrigens? Ich meine, krieg's jetzt. Also, die verschwinden gleich in meiner Handtasche. Aber, so, die 8 ist riesengroß und so langsam könnte ich was zu trinken gebrauchen. Also ich muss sagen, der Kalender ist schon sehr stabil gebaut. Ne? Also das haben die schon super gemacht. Okay, das ist definitiv nichts zu trinken. Hey, da kommt mir einfach mal so Tomatenmark entgegen. Wie cool. Von Solo Pomodoro Mutti. Falls ihr das kennt. Tomatenmark, zweifach konzentriert mit Gemüse. 100% italienisch. Francesco Mutti. Okay, kenne ich gar nicht die Marke. Natürlich, die haben wir erstmal mit Italiener, gibt es da 1000 Sorten, wo man da war. Ja? Ja. Mutti ist voll die bekannte Marke in Italien. Und auch in Deutschland. Kannte ich nicht. Aber freue ich mich, können wir jetzt probieren. Preis? Tomatenmark? 89 Cent. 1,39. Okay. Aber ist okay. Sind 130 Gramm. Mutti ist auch eine A-Marke. Das finde ich okay, der Preis. Ich kannte die gar nicht. Wirklich nicht. Ah, da fällt schon. Die 19 fällt mir schon entgegen. Ich glaube, das ist, weil ich vorhin so fest geklopft habe. Da ist die 9. Ich glaube, diesmal ist nichts zu trinken dabei, ne? Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es immer noch nicht. EM Eukal, immunstark. Manuka Honig, Hustenbonbon. Gefüllt. Die finde ich total geil, weil ich liebe M Eukal. Also M Eukal, EM Eukal. Ich weiß es immer noch nicht, wie man es ausspricht. Aber die Bonbons sind wirklich gut. Das muss man denen lassen. Das ist eine Originalgröße. Ich glaube, die kosten 1,79. 2,99. Ist schon teuer, aber. Die kaufen ja beide auch nur, wenn man Husten hat. Also im Winter. Ja, die kauft man, wenn man krank ist und dann kann man ruhig mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Aber an sich finde ich cool, dass das dabei ist, weil es ist Winter und irgendeiner von uns hat dauernd Husten. Was habe ich jetzt geöffnet? Das war 10 bis jetzt. 10. Ich möchte gar nicht, dass es endet. Macht so einen Spaß, den Kalender hier zu öffnen. Ich kann mich an ihn schmiegen. Die Nummer 10. Okay, da ist gar nichts drin. Doch.
Oha, das geht nicht raus. Och, Kinder. Oh nein. Oh nein. Schogetten. Also Schogetten wären nicht schlimm, aber es ist weiße Schokolade. Kokosmandel auch noch. Ja, alles, was mir schmeckt. Ich will das nicht probieren. Ich gebe das direkt ihm und er soll entscheiden, wie es schmeckt. Ich bin absolut... Ich hasse weiße Schokolade. Es tut mir leid, Leute. Hier, probier. Also die weiße Schokolade, sehr intensiv. Da kommt von innen ein leichter Kokosgeschmack. Muss man aber auch mögen. Der ist relativ intensiv. Mandeln schmecke ich fast gar nicht. Aber ich glaube, wenn die richtig kalt sind, ein Hochgenuss. Ba. Vielen Dank. Was sagst du für den Preis? Ich würde dafür keinen Cent ausgeben. Teuer, weil das ist Selection Edition. 1,99. 1,39. Echt? Okay, der Preis ist in Ordnung, aber mehr wird man dafür auch nicht bezahlen. Sorry, sorry. Mensch mit Geschmack, aber schon. So, die 11. Oh Gott. Oh Gott, Kinder, ich komme da gar nicht dran. Es ist was zu trinken, aber nichts, was ich jetzt trinken könnte. Was ist das? Also, ich zeige es euch einmal. Das ist Shiraz. Wein. Jetzt habe ich es auch gesehen. Wein aus Australien. Also, es ist ein trockener Rotwein aus Australien. Ist ein perfekter Begleiter für Pastagerichte, Steak und Filet. Ja, preislich. Was ich habe immer noch Durst. Preislich, ja gut, ist halt jetzt so eine kleine Flasche. Also die Originalgröße wahrscheinlich 10 Euro. Was schätzt du bei der? 4 Euro. 4,99. Ist völlig okay. Ich habe Durst, ich brauche was zu trinken. Nummer 12, enttäuscht mich nicht. Okay. Also das ist nichts zu trinken. Es ist mittelscharfer Senf von Debele. Ich kann es ja mal versuchen. Aber ich glaube, da habe ich nur noch mehr Durst. Originalgröße. Finde ich cool. Ja, aber es ist halt Senf. Da ist jetzt nicht viel zu sagen. Aber ich finde es gut, dass hier nicht nur Süßkram drin ist. Das muss man jetzt mal dazu sagen. Weil genau deswegen liebe ich die Degusta-Box, weil sie eben so vielfältig ist. Also es ist nicht nur süß, sondern... Nee, kriegst einfach mal so Mutis Tomatenmark und Senf. Finde ich geil. Braucht man immer, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Preis? 1,29 Euro. 1,19 Euro. Ja, das ist doch super. Schwarzer Kater ist da unten. Seht ihr den? Ich habe wieder von Dr. Oetker Mini-Dekor bekommen. Das war nämlich in der letzten Degusta-Box auch schon etwas drin, aber das sind jetzt andere, das sind so Deko-Konfetti-Dinger. Warum ich mich jetzt so darüber freue, ist, ich fange nämlich nächste Woche an, meine Plätzchen zu backen. Videos werden natürlich auch folgen. Und ja, natürlich muss ich die Dinger jetzt nicht mehr kaufen, wenn ich die schon zu Hause habe. Preis, warte, ich wusste es beim letzten Mal schon. 1,79 Euro. 1,49 Euro. Okay, die sind günstiger. Egal, noch besser. 14. Oh, die sind auch cool. Komm raus jetzt! Nimm zwei! Soft, die mit dem Plop. Also für alle, die es nicht kennen, das ist, nimm zwei kennt ihr alle, Bonbons. Und das ist ein Kaubonbon, so wie Mauam. Aber da ist innen drin so eine flüssige, also fast flüssige, ja, warte mal, wird das hier erklärt? Es ist mit Frucht, also es ist irgendwie gefüllt, mit so einem Sirup. Guck mal da vorne im Bild. So, und wenn man das so im Mund hat, dann hat man manchmal Glück und dann macht so plopp, wenn man reinbeißt. Und das ist eigentlich der ganze Spaß daran, nur deswegen essen die Kinder das. Ja, ich mache es jetzt nicht auf, weil... ihr hört dieses Ploppen eh nicht. Aber sind cool, freue ich mich.
Preis? 1,29 Euro. 1,49. Ich habe gar keine Vorstellung von so Preisen. Merkst du es irgendwie? Ich liege heute nur daneben. Ich glaube, nur bei dem Tresor habe ich... Also bei irgendeinem hatte ich recht, aber sonst... So, Nummer 15 ist wieder eine sehr, sehr große Tür. Und möchte nicht aufgehen. Die Sportness Proteinschokolade von DM, also DM Eigenmarke. Haselnuss, weiße Schokolade, Crisp, wobei, okay, Crisp, also nur zum Verständnis, ich hasse weiße Schokolade. Aber weiße Schokolade mit Crisp? Ich glaube, die könnte gut sein, die probiere ich jetzt. Oh, die sieht gut aus. Ich hätte schon fast gesagt, oh, Memo. Das ist eine Proteinschokolade. Ich hab's fast geahnt. Schmeckt scheiße. Ja, kannst du essen. Ja. Das wird immer schlimmer im Mund. Was ist denn das? Was ist da drunter? Das ist ekelhaft. Ja, die schmeckt wirklich überhaupt nicht. Haselnuss, weiße Schokolade. Und so kann ich auch gar nicht empfehlen. Mir schmeckt sie auch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Nachgeschmack ist. Aber das ist nicht lecker. Ich brauche definitiv was zu trinken, Degusta. Bitte. Preis erstmal? Das ist Proteinscheiße, also teuer. Also nicht scheiße. Es ist ein Proteinriegel, also teuer. Ich würde fast behaupten, bestimmt 1,89. 1,85. Ja. Es lohnt sich nicht, Leute. Es schmeckt trotzdem scheiße. Ja, muss ich das zugeben. Es schmeckt wirklich gar nicht. 16, wo bist du? Da. Okay. Wir kommen. Ich komme nicht dran. Dieser Kalender ist so unglaublich groß. Ich habe keine Ahnung. Und das Schlimme ist auch noch, die Sachen, die sind so groß und ich krieg den nicht raus. Ich krieg den nicht raus. Weil der ist so da drin verankert, dass ich... ich hab's. Nein. Jetzt. Also, das ist von Pucca. Nighttime Berry Bio Früchtetee, zärtlicher Schlummertrunk mit Beeren, Enchinacea. Sorry, wenn es falsch ausgesprochen ist. Und Kamille. Finde ich sehr, sehr geil. Werde ich auf jeden Fall trinken. Muss auch zügig hin. Riecht auch echt lecker. Aber ich werde das mit heißem Wasser trinken müssen. Deswegen, Degusta, bitte, irgendwas zu trinken. Also, ich muss sagen, der Kalender ist geil, aber ich brauche was zu trinken. 1,19 Euro. 3,99. Bitte was? Ja, aber das ist, ich finde das jetzt nicht so teuer. Echt? Also Tee zahlt ja schon deine 3 bis 4 Euro. Eine Packung Tee. Ich finde das schon jetzt hoppig. Da sieht man mal, wer hier Teetrinker ist. Das musst du, glaube ich, auch wieder rausnehmen. ja, welche Tür haben wir jetzt geöffnet? Jetzt ist es 17. Da unten! Okay, jetzt mal was ganz Kleines. Oh! Fisherman's Friends. Chocolate Mint Salted Caramel. Oh, da haben wir wieder dieses scheiß Salted Caramel. Also ich muss sagen, Fisherman's Friends ist halt leider immer viel zu scharf für mich. Es ist vegan. Ich könnte es meiner Schwägerin schenken. Oder du probierst es. Es ist sogar glutenfrei, ich könnte es meiner besten Freundin schenken. Oder du probierst es. Nein, ich will das nicht probieren, es ist scharf. Es ist scharf. Wenn ich es zulasse, kann ich es dir schenken. Allein, weil ich schon probieren will. Nein.
So Leute, ihr habt gehört, ich werde hier genötigt. Ich werde gezwungen, Sachen zu essen. Oh, das stinkt! Das stinkt jetzt noch schlimmer. Da kommt nacheinander erstmal so eine Salted Caramel Bombe und dann kommt die Daddy Minze. Ich kann das nicht probieren. Komm, ich probier mit dir. Ich will nicht. Oh mein Gott. Ich dachte, der PEM-Kalender wäre schon vorüber. Okay, komm, egal. Ich komm, wir fährt. Boah, das brennt in den Augen. Mir kommen die Tränen deswegen. 1, 2, 3. Ich meine, so scheiße. Ich muss sagen, geht voll klar. Ich kann mich nicht entscheiden, ob es nach Schokolade oder nach Karamell oder. Ich will Karamell und Salz kaum. Sondern mehr Schokolade und Minze. Und ist mal eine. Ich glaub, ich halt keine Ahnung. Ist mal eine hübsche Abmahnung. Abmahnung, genau. Eine hübsche Abwechslung. Zu sonst. Eine Abmahnung gibt es auch wahrscheinlich. Ich finde es nicht schlecht, also wer Schokolade und Minze mag, ich würde das auf jeden Fall mal testen. Ich habe meins leer gegessen. Oh, ist das. Also das wie teuer? 79 Cent. 1,39. Da war ich jetzt nicht, weil ich muss sagen, es war nicht so scharf wie erwartet, aber. Hat sie geschmeckt? Echt? Ja, ich lutsche einen. Ah, dann kannst du. Kannst ist voll okay. Willst du meins auch haben? Ich habe sie in den Teller gespuckt. So, es geht weiter mit der Nummer 18. Oh, das ist cool. Das ist. Ich weiß noch nicht, ob das so cool ist. Mikrowellenpopcorn. An sich ist das echt cool. Aber es ist Karamellflavor. Also ist wieder so eine 50-50-Chance, ob es gut schmeckt oder nicht. Ich weiß nicht, warum dieses Jahr dieses Karamell so gehypt wird. Ich könnte mich jedes Mal drüber aufregen. Also ja, Karamell, okay, Salted Caramel ist ja. Ich weiß gar nicht, ich kenne keinen, der das feiert und trotzdem findet man das Zeug überall. Aber gut. Coole Sache, ich würde sagen 2,99. 1,99. Okay, das ist echt okay. Da sind nämlich mehrere drin, das sind insgesamt 3 Packungen drin, ne? Ja, das ist in Ordnung. Wo ist die Nummer 19? Da oben. Oh. Oh, es ist was zu trinken. Halleluja. Es ist Milchdrink-Schoko. Ich glaube, wir hatten davon. Oh nein. Ich ahne Böses. Nein, es ist Milchdrink. Das ist Milch, das ist das Vegane, glaube ich. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Nein, das ist nicht vegan. Gott sei Dank, nein. Ja, das ist nur dieses, was für. Aber es gibt nämlich das Laktose, selbe mit Hafer. Das ist laktosefrei, glaube ich. Ja, also es war schon mal in der Degusta-Box, aber ich glaube die Vanille-Variante. Und ich glaube, kalt wird das definitiv besser schmecken, aber egal, ich gönne mir das jetzt. Ich fand es damals schon mega lecker. Vorher gut schütteln. Und jetzt natürlich ein Papierstrohhalm, ne? Für meine Ökos da draußen. Oh. Das ist einfach Milchschokolade, also einfach diese, wie dieser Kakao, den du in deiner Kindheit immer getrunken hast, in der Schule, in der Grundschule. Mm. Passt perfekt zu dem ganzen Babschkram hier. Mm. Jetzt probieren. Ist gleich leer. Preis. Jetzt für so einen würde ich sagen 59 Cent. 99 Cent. Ist aber schon teuer, ne? Glaube ich aber auch durch die Vitamine da drin. Muss man genau lesen. Ich denke, das ist okay. Sehr cool.
Wir machen weiter und zwar machen wir jetzt die erste 20er Box auf. Ich bin sehr gespannt. Das sind die letzten vier Türen. 1, 2, 3, 4, ja. Auch, boah, ist das eine riesige Box. Okay. Loka. Patisserie Creme Nussette. Also ich muss sagen, dieses Loka ist dieses Jahr irgendwie extrem am Kommen, habe ich das Gefühl. Ich habe vorher noch nie was von denen gehört. Okay, kann sein, dass es an den Boxen liegt, dass mir das jetzt einfach auffällt, aber... oder? Hast du schon mal was von denen gehört? Nee. Oder? Das ist dieses doch, Jahr. Doch, Loka, doch, doch. Habe ich schon mal in Regalen gesehen, bei Keksen hauptsächlich. Zumindest ist es mir nie aufgefallen vorher. Okay, die haben dieses... Das finde ich immer ganz cool, dieses... Ne? Und dann sind die in so einer Plastikschale drin. Oh Kinder, ich bin echt voll. So. Oh, und die sind so gar nicht so dick. Also es sind wirklich, 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 wirklich nur so Häppchen. Mmh. Mhm, mhm. Sehr lecker. Mmh. Extrem schokoladig. 2,29. 2,99. Ja, weil die sind extrem gut und die sind super schön so verarbeitet, wenn so Gäste kommen. Die Nummer 21. Übrigens waren das die letzten fünf Türen. Oh, hier ist etwas. Hier sind mehrere Sachen drin. Einmal haben wir hier eine Karte. Aber ich glaube, das ist bestimmt runtergerutscht, weil das ist von dem Senf. Das ist ein Rezept auf der Rückseite. Rinderrouladen in Rotweinsoße. Also Schatz, du weißt, was für ein nächstes Video du machen kannst. Rinderrouladen mit Rotweinsoße hört sich gut an. Und dazu nimmst du dann bitte diesen Senf. Aber hier sind noch zwei weitere Sachen drin. Ne? Und zwar... Oh, Probierpackungen. Café Royal. Und das sind sogar Bohnen. Creme Honduras, oder? Wie heißen die? Crema. Also einmal hier. Und... Also ist zweimal sogar. Ja, das sind genau identisch. Und das finde ich ganz cool, weil wir haben uns jetzt ganz neu einen Vollautomaten zugelegt und können uns noch nicht so ganz einigen, welche Bohne wir geil finden. Alles, was mir schmeckt, schmeckt ihm nicht. Und alles, was ihm schmeckt, schmeckt mir nicht. Ihr wisst ja, wie das ist. Wer weiß, vielleicht. Und das Schöne bei dem Kaffee ist, es ist ein Fairtrade-Produkt. Und da muss ich sagen, das finde ich geil und das unterstütze ich auch. Ja, was kostet das? Würde ich sagen, wir haben diese Probierpackungen, ne? Ja. 5 bis 7 Tassen. Steht da sonst irgendwas dabei? Ja, wollte ich gerade sagen, also die Probierpackung kostet 1,99 €. Das Schöne ist aber, wenn ihr den Kaffee kauft und der euch schmeckt, geht bei jedem Kilo Kaffee, der gekauft wird, 1 € direkt nach Honduras zu den Bauern. Und somit konnten jetzt schon fast 800.000 € für die Bauern extra erzielt werden. Finde ich eine ganz schöne Sache. Ja. Und ich meine, wir haben hier insgesamt 100 Gramm Kaffeebohnen. Also es ist jetzt echt in Ordnung. Finde ich, also das finde ich richtig, richtig cool. Klar, natürlich alle, die jetzt mit Kaffeebohnen nichts anfangen können, die werden jetzt nicht so glücklich. Aber das ist halt das Schöne an der Degusta-Box. Das deckt halt so das Große und Ganze ab, finde ich halt. Dafür schmecken mir diese Fisherman's Friends nicht. Aber mein Mann findet sie toll. Also Abnehmer für die Sachen findet man immer. 22. Oh! Ursalz! Saldoro. Die Marke kenne ich gar nicht. Aber es sieht mega hochwertig aus und es ist rosa. Tut mir leid, da musst du jetzt durch. Unser Essen wird jetzt auch rosa. Ohne Zusätze. Feines, unraffiniertes Steinsalz aus dem urzeitlichen Zechensteinmeer. Wird hergestellt in Kassel. Und mittelgrobe Körner. Und nachfüllbare Streuer. Oh, wie cool. Guck mal, Leute. Also das hat so, ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Ja, es hat so verschiedene Öffnungen.
Und dann kann man hier vorne, jetzt habe ich es aufgemacht, das heißt, wir müssen es dann noch verwenden. Riecht halt wie Salz. Und dann kann man so, ne, die verschiedenen Öffnungen benutzen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich hoffe schon. Und dann kann man den Deckel komplett abmachen, glaube ich noch. Und dann kann man das sogar nachfüllen. Finde ich sehr geil. Also ich finde, das sieht auch auf dem Tisch schön aus. Ich bin mega begeistert. Preis wüsste ich jetzt aber echt nicht. Ich würde jetzt schätzen 2,99. 2,29 sogar noch. Echt nur? Ja. Also das ist echt in Ordnung. Ist das einzigste rosa Salz, was man in Deutschland finden kann. Und hat es ein MHD? Nein. Sehr gut, weil ich schon 250 Millionen Jahre alt. Stimmt, genau. 250 Millionen Jahre alt. Und hier steht noch German Brand Award 19 Gewinner. Ah, das finde ich echt cool. Ja, die Dose selber soll auch sehr hochwertig sein. Ist sie auch, wirklich. Die ist nicht so, guck mal, du kannst sie nicht eindrücken. Also das ist jetzt nicht so eine billige Blechdose. Das ist schon, da steckt schon viel Liebe und Arbeit drin. Und 300 Gramm ist auch nicht wenig. Nee. So. Ich habe noch eine Tür und dann kommt die 23. Nee, wo ist denn die 23? Ah, dann kommt die 24. Ich habe zwei Türen jetzt. Was ist das? White Protein Bar Salty Peanut Barbels. Abgelaufen. Am 1.9. Vergiss es, bis 22. Ich dachte gerade schon. Aber ich will das nicht probieren und ich will das auch nicht aufmachen. Hörst du? Ja, weil das ist erstens weiße Proteinschokolade. Also es kombiniert wieder alles, was ich nicht mag. Weiße Schokolade, Proteinschokolade. Blablabla. Und dann auch noch salty. Salzige Erdnuss. Könnte, muss aber nicht. Kinder, diesmal bin ich raus. Und somit gehen wir über zu unserer 24. Das Highlight. Also, hier ist die 24 drin. Ich umarme meine Box noch einmal. Und dann machen wir sie auf. Und ich bin so gespannt, was drin ist. Oh, es war eigentlich schon fast klar. Okay, aber so eine Riesenbox und dann so was Kleines. Aber von Lindt. Und der Preis steht hinter. Es ist von Lindt die Mini-Pralinen. 9 Kostbarkeiten. 3 Euro. Also Moment, 2,99? Ja. Okay, also ich muss sagen, ich liebe euch Degusta, aber die 24 ist enttäuschend, weil das ist wirklich ein bisschen arg klein. Dafür, dass ihr so eine Tür dahin macht. Also jetzt guckt euch mal diese Konstellation an, bitte. Hallo? Die Schokolade verschwindet da drinne. Also die Idee mit der Lindt-Schokolade an Heiligabend ist echt schön gemacht. Aber dann macht die Tür nicht so groß. Also die Erwartungen waren ja so groß gerade. Aber ansonsten finde ich es schön. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen finde ich den Kalender richtig toll, weil einfach man gar keine Probiergrößen drin hatte. Gott sei Dank, es waren alles Originalgrößen. Nee, doch, wir hatten, ja gut, wir hatten die Kaffeebohnen zum Probieren, aber... Und den Wein. Und den Wein. Aber, Was glaubst du, auf welchen Wert sind wir gekommen? Weiß nicht, haben wir 40 raus? Vielleicht 50 Euro? Also wir haben für, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 54,38, also ja, knappe 15 Euro on top. Ja, finde ich sehr fair. Das ist fair. Also 40 Euro ist schon viel für Süßigkeiten und so. Aber ich sag's nochmal, es ist so vielseitig. Ich bin total begeistert. Also Degusta, falls ihr hier, ne, meldet euch. Ich bin sofort dabei. Also mega. Ich finde die Box toll. Ja, es sind Sachen drin, die mir nicht schmecken. Das heißt aber nicht, dass sie niemandem schmecken werden. Ich meine, Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber das Geile ist, es sind immer Sachen dabei, die ich so feiere. Und jetzt wie zum Beispiel hier mit diesem Karamellwafer. Ich habe noch nie in meinem Leben was davon gehört. Und ich liebe sie. Ich liebe sie einfach, ja. Deswegen mein absolute Favorite Box, wirklich. Falls ihr noch weitere Adventskalender-Videos von uns sehen wollt, schaut mal hier rechts und links. Da sind nämlich noch weitere Videos von uns, wie wir Adventskalender öffnen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.